Es ist das Jahrhundertspiel für die Fans von Eintracht Frankfurt. Europa-League-Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. 50.000 Frankfurter werden vor Ort erwartet. Und die müssen natürlich irgendwie dorthin kommen. Kein Wunder also, dass es unzählige Sonderflüge gibt. Schauen Sie mal bitte hier, das alles sind Flüge, die heute von Frankfurt nach Sevilla natürlich gehen. Und falls Sie spontan noch einen Platz ergattern wollen, Tickets gibt es zum absoluten Schnäppchenpreis von rund 760 Euro. Rückflug morgen inklusive. Naja, komm, das geht doch eigentlich, oder? Absoluter Schnäppchenpreis. Ja, und diese 50.000 Eintracht-Fans werden in Sevilla gemeinsam mit den zehntausenden Ranger-Fans die spanische Metropole in einen absoluten Ausnahmezustand versetzen. Doch welche Fans machen mehr Stimmung? Wer ist heißer auf das Match? Unser Reporter Manni Sedelbauer hat am Abend vor dem großen Finale den ultimativen Stimmungstest gemacht. Für lautes Schreien hat noch nie jemand etwas gewonnen. Aber wie sieht's eigentlich am Abend vor dem großen Finalkracher hier in Sevilla aus? Wer ist lauter? Die Fans von Glasgow Rangers oder doch von Eintracht Frankfurt? Wie war heute die Stimmung zwischen Frankfurtern und den Fans von Glasgow Rangers? Überragend. Alle geben uns die Hand, alle feiern zusammen. Überragend. Sehr nette Leute. Kein Vergleich zu London. Kein Vergleich. Mega geil. Wir sind total, ist total super, dass Glasgow im Endspiel ist. Und ja, ist ein absoluter Traum. Sehr freundlich. Die kommen und sagen hier, hey, begrüßen uns. Und wir quatschen ganz normal, das ist super. Schwarz-Weiß, wie schwer! Das ist die SG. Wir holen den UEFA Cup und wir werden deutscher Meister. Meister! Eintracht Frankfurt. Schalalalalala. Eintracht Frankfurt international. Oh, Eintracht Frankfurt. Schalalalala. Europas beste Mannschaft, Europas beste Mannschaft, Europas beste Mannschaft, es geht! Glasgow-Fans sind also richtige Fans, die haben sich so freundschaftlich angeboten und es war wirklich eine tolle Stimmung. Sehr geil, wir haben ein schönes Fest und wir haben tolle Zeit, alles fein. Morgen geht's richtig ab, da kommen alle Frankfurter, halb Frankfurt wird leer sein. Frankfurt dazu morgen, alle hier. Es ist ein Fußballfest, wo zwei rivalisierende Mannschaften aber mit fairen Fans feiern. Und das ist genau das, was wir sehen wollen. Was die Stimmung und auch die Textsicherheit angeht, war es zwischen den Fans von Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es war wirklich hart zu entscheiden, welche Fans ihr Team besser hier supporten. Am Abend davor, vor dem großen Finalkracher. Ich würde sagen, es geht definitiv in die Verlängerung. Ja, und wir schalten jetzt direkt zu Manni Sedelbauer nach Sevilla. Manni, das sah nach einer langen Nacht aus, nicht nur für die Fans, sondern auch für dich, ehrlich gesagt. Wie ist denn die Lage jetzt am frühen Morgen? Sind schon einige Fans unterwegs in der Stadt und machen weiterhin Stimmung? Ja, Stimmung noch nicht so ganz, aber die sind auf jeden Fall da. Viele, wir stehen jetzt vor dem Hexenkessel und dort werden sehr, sehr viele Fotos gemacht. Es ist das Finalstadion, das Estadio Ramón Sánchez Pichuan, Fassungsvermögen 44.000 Zuschauer. 10.000 davon werden Eintracht Frankfurt Fans sein, die anderen 10.000 dann Glasgow Fans. Aber die eigentliche Party, die große Fanparty, die findet eigentlich außerhalb des Stadions statt. Und zwar in der Stadt selbst. 80.000 Glasgow-Fans, 50.000 Frankfurt-Fans sind erwartet, wir haben es gesagt. Und egal ob im Stadion oder außerhalb des Stadions, für die Frankfurt-Fans ist eins ganz wichtig, und zwar der Dresscode. Den hatten sie schon gegen Barcelona und auch gegen West Ham, und das heißt weiße T-Shirts. Und ein Trostpflaster noch für alle Eintracht-Fans, die keine Finaltickets ergattern konnten. Und zwar ist das hier. Bier, Alkohol darf im Stadion nämlich nicht getrunken werden. Außerhalb des Stadions darf aber ganz fleißig auch mit Alkohol gebechert werden. So kann man sich also die Wartezeit dann nachher vom Stadion vielleicht ein bisschen leichter machen. Und auch für all die, die kein Ticket bekommen haben, ist das ein kleiner Trost.
Sag mal, was glaubst du, was erwartet uns da heute stimmungsmäßig? Was wird da abgehen in den Straßen von Sevilla? Ja, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Wir haben die Fotos von gestern Abend gesehen, das waren nur wenige hunderte Fans, die in der Stadt waren. Und schon da hat man eigentlich keine leise Sekunde gehabt. Also ständig wurde irgendwo gegrillt. Und jetzt, wenn dann nach und nach auch die Sonderflüge, ihr habt das angesprochen, hier eintreffen in Sevilla und über 150.000 Fans in einer Stadt, die normalerweise knapp 700.000 Einwohner normalerweise hat, dann kann man sich in etwa vorstellen, was hier abgeht. Und ab 12, 13 Uhr treffen sich die alle in einem zentralen Platz hier an dem Sebastiansplatz in Sevilla. Und dann ab 17.30 Uhr marschieren sie in einer, ja man kann sagen, Völkerwanderung hier zum Stadion. Und da ist Stimmung hundertprozentig garantiert. Also Manni, Hand aufs Herz, heute sind wir wirklich alle Frankfurter, glaube ich. Das kann man an dieser Stelle guten Gewissens sagen. Aber lass uns mal ganz kurz über das Sportliche vielleicht auch sprechen. Was glaubst du, hat Frankfurt überhaupt eine Schnitte heute Abend und wie geht das Ganze aus? Ja, Frankfurt ist natürlich eine Mannschaft, die kommt über den Kampf und natürlich auch über die Stimmung. Das hat man in den letzten Spielen auf internationaler Ebene auch gesehen. Die Fans pushen die einfach vorweg. Da ist der 12. Mann nicht nur einfach ein Sprichwort, sondern das ist so. Und wenn hier die Fans einheizen, dann ist alles möglich. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Glasgow ist eigentlich das Pendant zu Frankfurt in Schottland. Und da treffen zwei Fanlager aufeinander, wie es besser eigentlich nicht sein könnte. Also perfekt und prädestiniert für ein Finale in der Europa. Also dein Tipp? Mein Tipp, ich glaube, es geht in die Verlängerung. Dann wird hier natürlich die Stadt noch mehr in Ekstase versinken. Aber ich denke am Ende und hoffe ich natürlich auch, weil heute sind wir alle Frankfurt-Fans, dass es am Ende Frankfurt macht. Okay, danke Manni. So wollen wir es sehen heute Abend. Danke an Manni Sedelbauer in Sevilla.